Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Live in the Woods mit dem Flash. Mit Zendos, hallo! Hallo! Wie ihr seht, Flash hat einen neuen Namen. Ja. Na, willst du erzählen, warum? Nein, es ist so laut. Was ist so laut? Oh, die Musik! What the fuck? Keine Ahnung, was für macht das? Die übertreibt halt richtig. Ich hab zum Glück alles separat. Also, dass ich alles separat aufnehme. Ja, kannst du ja. Ja. Aber ich nicht. Sag ich ja OBS Studio Nerds. Nein, ich werde nichts erzählen. Hallo! Ich werde nicht erzählen, warum hier alles passiert ist. Was passiert ist? Was hier passiert ist. Achso. Wir haben den Server jetzt auf der neuesten Version. Also ein neues Update, also greifen sie wohl auf 1.1.5. Wie ihr hier seht, ich habe Offscreen so ein bisschen ausgehöhlt, so ein bisschen. Also bis zur Hälfte ungefähr. Dass man gucken könnte wahrscheinlich, dass man in nächster Zeit hier schon so Sachen hinbaut. Naja, also wirklich die Hälfte ist das noch gar nicht. Du musst ein bisschen mehr mitmachen. Aber warum hat sich das denn jetzt so... Ey, hallo, Desktop. Nur weil sich gestern das eine Programm verabschiedet hat. Der ist hier ein bisschen Programm? Rum. Health Monitor. Achso. Dann schiebt ja manche Task-Dinge einfach übereinander. Ein bisschen avig. Hm. So. Wo war ich eigentlich stehen geblieben, nachdem ich mir jetzt mein Inventar wieder geholt habe? Ja, wir haben... Zendos left the game. Ja, ja. Wir haben die Map nochmal auf einen anderen Server gezogen, wo wir ME4 drauf hatten. Ach du Kur, du bist gerade drüben, okay. Also, dass wir den als Bauserver nehmen hier, würde ich mal sagen. Dementsprechend schon mal vorbauen, seht ihr ja hier so ein bisschen, was ich gemacht habe. Was Flash so ein bisschen gemacht hat hier. Dass wir schon mal so vorbauen können, dass wir dann nicht die ganze Zeit davor hängen jetzt, wie machen wir das jetzt alles und so. Sondern okay. Dass wir schon grob haben, wie wir das machen können. Genau so sieht's aus. Ja, genau so. Auch für uns okay. Besser aus. Ja. Ich bin der Kürbismann. Vor allem viel einfacher alles so. Ja. Ja, ja. Gut. Ja. Oh, man kann es auch mit Shift 3 machen. Man glaubt es ja kaum. Was die Bienen jetzt? Ja. Ja, genau, ja das geht jetzt. Rein. Also das Holz ist jetzt echt anders. Durch das Pack, aber ist egal. Ich habe jetzt noch keinen okay, Shader. Ist das anders durch das Pack? Ich hab ja nochmal Facts gehabt. Also das standardmäßige, ohne irgendwelchen Zusatz. So, jetzt hatte ich aber gerade was gedownloadet, da war Facts plus Life in the Woods drin. Okay, was hast du denn gedownloadet da? Ach, von irgendeiner Seite. Ja, von irgendeiner Seite ist egal. Hauptsache ein Texture Pack. Ich hasse dieses Default-Zeug. Oh, ich glaube, dass es gleich ein bisschen viel rumrattert, wechsle ich einfach mal die Testetür, du! Testetür. Kann man jetzt auch vor sich hin, die Tastatur hier. Also die Frage, so, was ich jetzt davon... Okay, was machst du jetzt? Ich mir Marble besorgen. Marble? Ja, ich brauche Marble. Rabelrino, jetzt guck ich mal, wie weit hab ich denn das Dach? Für, Autsch, scheiß Skelett. Nerv nicht. Hier muss ich das Dach noch einigermaßen weitermachen. Das heißt, ich brenne jetzt erstmal. Kippen. Also fürs Gewächshaus brauche ich jetzt Marble. Da ist noch ein Skelett. Hallo? Ich hab fucking dabei, ja. Sollte mal ausleuchten hier dran. Dann das Eisen. Hier packe ich mal das Eisen rein. Und ich weiß auch halt, wo Marble ist. Marble. Und genau das, was ich auch noch brauche. Und ich brauche aber auch noch ein paar Seit später. Für die Umwandlung, ne? Ja. So halbwegs für die Umwandlung, für den unteren Bereich davon. Ja, dann muss ja. Wohl ja, ich habe das einmal ganz durchgezogen. Ach, ich wollte gerade sagen, warum ist der Berg eigentlich so komisch angepasst, aber da sind hier die Stinkekühe drin. Ja. Oh, viele
Obst haben wir jetzt da? Ich weiß gar nicht, wolltest du das jetzt da abreißen und dann schon machen oder was? Ja, ich fange jetzt, also ich lasse jetzt Clay brennen, damit ich das Dach fertig kriege und reiße jetzt nebenbei schon das obere Dach von dem Ding ab. Okay. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal Marble holen. Marble! Mit dem Keller schon mal die Carpenter-Blöcke rausnehmen. Mach das. Könnte man hier mit einer Axt. Aber wir haben hier so eine riesen Marble-Quelle hier unten. Ja, das ist ganz gut. Was echt schön ist. Noch was dann nebenbei laufen eigentlich? Was kommt so laggy da drüber? Kann auch bei mir. Ich habe heute irgendwie so. Weiß nicht, ob das bei dir oder bei mir ist. Habe ich nicht. Also mir ist alles toppy momentan. Boah, ich muss mal gucken, dass ich die Stardew Valley Musik mal ein bisschen die Lautstärke anhebe. Generell. Wo ist denn das jetzt? Einmal. Da. Ach, weit. Nee. Oh. Jetzt will alles laufen, hier ist egal. Was soll alles laufen? Ein Video wurde ja in Ländern gesperrt, wie er bei mir, weißt du, wo? Kanada. Okay. Ich mir so, ja, warum denn das? Ja, aber die Musik irgendwie. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Frage mich nicht, fragen Sie YouTube. Tja, ist halt so, ne? Hab das bis jetzt nur einmal gehabt. Ach, hab ich schon öfters gehabt. Und zwar mit diesem Weltuntergangsfilm von Mitch und Sips. Was ich da abgecaptured hatte von denen. Ja, aber. Immer Affe hier. Alles affig. YouTube halt, weißt du doch. Ja. Das ist halt YouTube. Tit. Kappe. Kappe. Boah. Frage, mach ich das denn. Fange ich schon mal den Teil an? Ich reise jetzt mal auf jeden Fall die Hütte ab, das steht definitiv fest. Die Hütte muss weg. Die Hütte wenig muss FPS weg. Komm, das reicht so. Und zwei und zwei Sticks. Oh, da ist eine Axt. Hat's eigentlich erzählt, dass wir Tweet-Capitulator drauf haben? Dass wir was haben? Tweet-Capitulator. Ne, hab ich nicht. Du bist einer. Zum Bäume-Fan haben wir jetzt Tweet-Capitulator drauf. Als sind das ein fauler Mensch. Weil sonst, besonders bei solchen Riesenbäumen, dauert das extrem lange. Und das ändert ja nichts. No. Das haut ja einfach nur den Baum komplett um. Ja, so wie das in Wirklichkeit auch ist. Und die Axt wird ja weniger. Ja, und die Axt geht natürlich auch kaputt dadurch. Dementsprechend, wenn du einen großen Baum hast, hast du noch ein bisschen was zum Benutzen, bis es wieder kaputt geht. Genau. Ist aber auch alles in der Videobeschreibung mit drin, welche Mods drauf sind. Ach, das hast du mittlerweile? Ja. Okay. Bist du ein sozialer Mensch? Ich sollte mal gucken, dass ich das nochmal aktualisiere und die Versionsnummer mit drauf mache. Kann ich mir ja dann kopieren. Was? Was? Zumindest ab dieser Version hier. Das würde ich dann niemals machen. Wir haben auch die Ender Pouch, also Ender Storage Chest drauf. Für Ender Pouch, Ender Chest. Und Ender Tanks sind natürlich auch dabei. Aber wir haben das generell gemacht für Ender Pouch und Ender Chest. Ja. Dass wir so, wenn wir unterwegs sind, dass wir wirklich richtig auf Farmtour gehen können. Ja, wie machen wir das? Dass wir vielleicht nur maximal jeder zwei verschiedene Farbcodes haben kann oder darf. Dass wir es wirklich nicht so übertreiben. Oder eine bestimmte Anzahl nur. Wieso zwei? Ja, zwei oder drei. Egal. Ich sollte mal den Lupus nehmen. Alles klar, kurzer Leck. Ach ja, Basalt, Cobblestone. Und wieso eigentlich verschiedene Farben? Wenn wir eh alles ins Lager pumpen, dann ist das doch egal, wenn man die gleiche hat. Wenn du jetzt nicht dein eigenes hast oder so. Na gut, man kann ja zwei anschließen. Dass jeder sein eigenes ins Lager pumpen hat. Das stimmt schon.
Also willst du auch deinen eigenen, weiß ich, eine eigene Truhe haben, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Eisen oder willst du es direkt schmelzen, dann hast du ja wieder einen Rucksack vielleicht dafür oder keine Ahnung. Das ist da immer so. Was habe ich denn? Ach so. Naja. Obwohl, wir werden das wahrscheinlich jetzt so machen, dann, dass wir direkt zum Schmelzen die da anschließen und dass das dann geschmolzen wird gleich. Dass das dann daraus gepumpt wird und dann ab und zu ist ein Klar, Lager rein. wenn eine hast, dann pumpst du das natürlich dahin. Wird sowieso viele Dia-Ding, also viele Dias kosten. Ja, passt aber. Kriegen wir schon alles hin. Mann, ist hier viel Marble. Na, ist auf jeden Fall was zu tun. Aha. Das stimmt. Ich habe 2, 4, 5 Stacks, 6,5 Stacks. Ach ja, meine Bags sind ja so proper voll, aber der nicht, okay. Hätte mir zwischendurch dann noch was essen gemacht. Ich hing, um das Stück da unten auszuheben, 4-5 Stunden bestimmt dran. Langeweile. Überhaupt mir den Livestream von Grundnehmer angeguckt, also hat's ja gepasst. Du hast langweilig, ich geh mal noch mal schlafen. Zack. Mach das. Toll, jetzt hat man meinen neuen. Aua. Toll. Jetzt hat man meinen neuen Namen gesehen, voll die Frechheit. Oh. Mann, das kotzt mich immer noch so ein bisschen an. Ja. Egal. Ist doch voll teuer gewesen. Voll Schweinerei. Ist ja auch teurer geworden jetzt. Ja. Frechheit. Kommt ja auch noch dazu. Egal. Ah, Jetzt weiß hast ich. du, Vollidiot, deine E-Mail-Adresse nicht mehr weißt. Mann, 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 Mann. Solltest du doch nicht so laut sagen. Aua! Ach, habe ich es aber. Frechheit. Deswegen sollte man sich die echt aufschreiben. Ja, jetzt habe ich ja eine E-Mail-Adresse und Ding, alles. Alles, was ich weiß. Wenn ich die vergesse, dann bin ich echt so Matsch im Kopf. Matsch im Kopf! Ja, aber trotzdem sicherheitshalber ausschreiben dafür. Ach, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nicht Quatsch. Nein, schreibe ich ihn hier auf. Du bist Quatsch im Kopf, ja. Ach Mann, wo bin ich jetzt schon wieder runtergefallen? Weil du doof bist? Das ist ja nichts Neues. Die Frage ist halt, haben wir überhaupt schon mal Basalt gefunden gehabt? Also Basalt Cobblestone habe ich auf dem Dach gehabt, ne? Ja. Ja, sicher. Ich habe jetzt mittlerweile ein Stack, also 100, über 100 Basalt Cobblestone in der Hand. Okay. Nee, gefunden haben wir das schon auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, in welcher, welchem Höhlenabschnitt. Ich vermute mal in der normalen Höhle, Ja, keine wo der Ahnung. blaue Eingang ist. Ich habe mir überlegt, Es kann halt auch sein, dass ich unterwegs schon gefunden habe. das kann auch sein. Ich habe mir überlegt, Nether-Portale zu nutzen, um wirklich weiter entfernte Punkte schneller wieder zu bereisen können, dass du nicht von A nach B laufen musst oder so. Sondern einfach Netherportal, da macht man sich so weg, ich weiß nicht. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Atlas nicht geholt. Kacke. Ja. Es gibt doch auch diese komischen Türen, die du als Portale setzen kannst. Meinst du hier dieses Teleport-Ding oder was? Wo Naja, du. wenn, dann würde ich nur wirklich. Ne, das würde ich jetzt nicht mal, aber wir können das Nee, Nether ja ich nutzen. wollte gerade nur sagen, das wurde Gronkh vorgeschlagen. Okay. Naja. Also das, wo du so ein komisches Ding hinsetzt und Ah dann ja, da die eine Tür, dass du Dimension Doors durchkommst. sind das, glaube ich, ne? Ja, so. Bei Menschen durchs, ja. Am Ende will ich nur auf standardmäßig Minecraft zurückgreifen und. Wieso so wirklich?